Ja, 84, das war eine Zeit, da war Bildverarbeitung außerhalb des medizinischen Bereichs und ein bisschen in der Weltraumgeschichte noch relativ unbekannt. VITRONIC ist wirklich ein globales Unternehmen. Wir liefern in alle Kontinente und haben ja auch auf fast allen Kontinenten außer Südamerika Niederlassung. Wir wollen an der Spitze sein und das würde ich auch gerne für die Zukunft so sehen. Kunden können sich auf VITRONIC sehr stark verlassen, auf die Technik sehr stark verlassen und wir haben eine sehr starke Serviceorientierung und das ist als Gesamtbild, glaube ich, für den Kunden und auch für die internationale Ausprägung sehr wichtig. Die Bildverarbeitung wächst, seit es die Bildverarbeitung gibt, in meistens zweistelligen Zuwachsraten und das wird auch langfristig in ähnlicher Größenordnung so weitergehen. Und wir wollen immer ein bisschen besser wachsen als der Durchschnitt. Das wünsche ich dir, dass du mit allen gemeinsam die Firma weit nach oben bringst. Da Bildverarbeitung natürlich in sehr, sehr vielen Bereichen angesiedelt ist oder eingesetzt werden kann, haben wir uns auf drei Bereiche spezialisiert. Das ist die Verkehrstechnik, die Logistik und die Industrie. Speziell die Produkte, die uns besonders erfolgreich gemacht haben, das sind immer die, die so ein bisschen out of the box waren. Mein Ziel ist es, das, was wir heute hier sehen, an Werten, an Personen, an Spirit, dass wir das erhalten wollen und natürlich ausbauen wollen und vergrößern wollen.